In der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933 liegt in Berlin leichter Schnee. Zwei Polizisten patrouillieren um den Reichstag. Alles scheint normal. Es ist Rosenmontag, ein paar Minuten nach 21 Uhr. In jener Nacht brannte der Plenarsaal des Reichstags aus. Der Sitzungssaal, wo heute wieder Politik gemacht wird, Symbol und Zentrum der deutschen Demokratie. Der Reichstagsbrand vor 70 Jahren war der folgenreichste Kriminalfall des 20. Jahrhunderts. Wegen ihm fiel die Weimarer Republik. Hitler griff nach der totalen Macht. Bis heute ist nicht geklärt, wer steckte dahinter. Dezember 2002. Im Schweizer Bundesarchiv sucht die Archivarin nach verschollenen Dokumenten zum Reichstagsbrand. Es geht um ein mögliches Brandmittel, das im Schutt gefunden worden war. In jener Nacht sollen im Reichstag über 1000 Namensschilder der Abgeordneten gelegen haben, aus brennbarer Pappe. Eine neue Spur? Könnte, was wir zwischen diesen Aktendeckeln finden, die Geschichte des Reichstagsbrandes neu schreiben? Könnten die Schilder uns etwas sagen über Tathergang und Täter? Ja, das ist vielleicht genau das, was wir suchen. Dieses Foto wurde nach der Brandnacht aufgenommen. Schilder wie ein Scheiterhaufen im Schutt des Reichstags? Hat hier jemand symbolisch die Abgeordneten verbrannt? Der Reichstagsbrand, für die innere und äußere Zerstörung Deutschlands das Symbol. Der Anfang vom Ende. Der Reichstagsbrand ist der Beginn der Nazi-Diktatur und damit im Grunde genommen ist der Weg betreten zum Zweiten Weltkrieg und zum Holocaust. Man muss sich das mal vorstellen. Der Reichstagsbrand hat mich Stellung, Beruf und Eltern ausgekostet. Dadurch, dass dieses Geschehen in seiner ganzen Dschungelhaftigkeit sich so für Verschwörungstheorien eignet, dass im Grunde sich Gruppen und Fraktionen herausbilden wie bei dem Mord an Kennedy. Am 20. Februar 1933, 21.05 Uhr. Ein Zeuge beobachtet einen Mann auf dem Westbalkon des Reichstags. Ist reingeklettert, hat die Scheiben eingeschlagen mit seinem Kohlenanzündern, ist da eingedrungen in das Reichstagsgebäude, ist durch die Gänge gerannt. Ein Passant informiert die Polizeiwache am Brandenburger Tor. Der Leiter der Wache rast zum Reichstag. An verschiedenen Stellen soll bereits Feuer gelegt worden sein. Vielleicht sogar schon im riesigen Plenarsaal. Wir wissen, dass er in den Plenarsaal, ohne genau zu wissen, wo er ist, mit dem brennenden Hemd hineingelaufen ist. Der Polizist Emil Latheit diktiert die Meldung. 21.17 Uhr, Feuer im Reichstag, Verstärkung erforderlich. Nur 4 Minuten später, dem Polizisten Latheit schlägt Brandgeruch entgegen. Er öffnet die Tür zum Plenarsaal und sieht Feuerschein und 3 brennende Vorhänge. Und dann ist der ganze Saal mit Qualm gefüllt, dunkel, sehr, sehr heiß. Es strömt heiße Luft raus aus dem Saal. Und weitere 2-3 Minuten später geht der ganze Saal ruckartig in Flammen auf. Kurz vor 9:30 Uhr wird er festgenommen.
Der 24-jährige Stadtstreicher Marinus van der Lubbe, ein Holländer, halbblind, ein politischer Wirrkopf. Er habe den Reichstag alleine angezündet. Darauf wird van der Lubbe später auch vor dem Reichsgericht bestehen. Bekennen Sie sich schuldig, das Reichstagsgebäude an jenem Tage angesteckt zu haben? Am nächsten Morgen Spekulationen. Wie konnte dieser Riesenraum so schnell in Brand gesteckt werden? Die Presse schreibt, einer der Täter sei gefasst, ein Kommunist. Dass van der Lubbe schon Tage vorher Brände gelegt haben soll, spräche das für politische Brandstiftung? Oder war er vielleicht doch ein Werkzeug der Nazis? Jeder glaubte damals, dass es könnten die Nazis oder die Kommunisten gewesen sein. Es gibt ja diese Geschichte, so Mami, Mami, der Reichstag brennt und die Mutter sagt, SS, mein Kind, SS. Der Streit, wer den Reichstag angezündet hat, schwelt bis heute. Fritz Tobias, Jahrgang 1912. Nach dem Krieg hält auch er zunächst noch die Nazis für die Brandstifter. Ich habe bis 1950 nicht den geringsten Zweifel gehabt, dass irgendwelche Nazis mit irgendwelchen Mitteln auf irgendeine Weise, geheimnisvolle Weise, den Brand bewerkstelligt hatten, um damit einen Ansatzpunkt zu haben, die Notverordnung zu bekommen und damit die gesamte Gegnerschaft niederzuschlagen. Mit Erfolg. Fritz Tobias zeigt uns seine Aktenordner über den Reichstagsbrand, Dokumente für eine große Serie im Spiegel Ende der 50er Jahre. Eine ganz neue These, das Ende aller Spekulationen, nicht Kommunisten, nicht Nazis, der Holländer van der Lubbe sei es allein gewesen. Es gab keine weiteren Spuren und das ist jedenfalls für mich der mathematische Beweis, dass auch keine weiteren Täter am Werke gewesen sein können. Fritz Tobias wird dafür sorgen, dass seine neue These in die Schulbücher kommt. Nachts forscht er über den Reichstagsbrand und tagsüber arbeitet er als Verfassungsschützer beim Innenministerium. Hier hat er einen Kollegen kennengelernt, der 1933 in der Brandnacht den Holländer van der Lubbe verhört hatte. Links neben ihm im Bild. Dieser Mann wird sein Kronzeuge für van der Lubbes alleinige Schuld. Am Starnberger See lebt Hans Mommsen, Jahrgang 1930, ein bedeutender Zeithistoriker. Er fand die These von Fritz Tobias, van der Lubbe habe den Plenarsaal des Reichstags in nur ein paar Minuten in Brand stecken können, überzeugend. Er gab der Alleintäter-These das wissenschaftliche Gütesiegel. Es ist außerordentlich plausibel, wie es Tobias dann herausgebracht hat, dass dieser extrem verstaubte, riesige Vorhang im Plenarsaal relativ leicht in Brand zu setzen war. Und alles andere wie die Einbringung künstlicher Brandmittel und dergleichen ist Legende. Dennoch glaubten damals die meisten noch an die Nazitäterschaft. Wir waren, indem wir die Nazis entlasteten, natürlich in der Nähe der Neonazis. Also wir heißt Tobias und ich. Weil wir sagten, in dem Falle tut es uns leid, ja. Die Nazis sind an dem Reichstagsbrand unschuldig. Gegen heftigen Widerstand setzen sich Fritz Tobias und Hans Mommsen durch. Heute steht ihre Alleintäter-These als wissenschaftlich gesichert im Brockhaus. Wer immer noch glaubte, die Nazis seien die Brandstifter gewesen, darunter Prominente wie Willy Brandt oder der Historiker Gulumann, der bekommt Ärger mit Fritz Tobias und Hans Mommsen. Das sind ganz weiche Leute, die alle überhaupt keine Glaubwürdigkeit gehabt haben. Auch Gulumann in dieser Frage nicht. Gulumann, ich meine, ich habe das durch. Ich meine, das ist einfach schlimm. Obwohl, Herr Gulumann kennt natürlich auch von den Sachen selber nichts. Das sind alles Leute, die nicht die Quellen gesehen haben. Ihn treffen wir im Institut für Zeitgeschichte. Hersch Fischler, Jahrgang 1947. Er wirft Fritz Tobias und Hans Mommsen vor, Beweise in diesem Kriminalfall unterdrückt zu haben. Tobias arbeitet nach einer Methode, dass er nur das nimmt, was
seine Darstellung, seine These bestätigt und das reiht er aneinander. Je länger das wird, desto mehr wird, desto eindrucksvoller erscheint er, erscheint ihm das. Herr Fischler ist Sohn von Holocaust-Überlebenden. Unter akademischen Fachkollegen gilt der nicht studierte Historiker als Außenseiter. Er lebt von den Medien und sie von ihm. In den vergangenen Jahren hat er aufsehenerregende Akten gefunden. Im In- und Ausland sind seine Stories gefragt. Ich bin Außenseiter in dem Sinne, dass ich also es nicht sehr leicht habe, in den Medien präsent zu sein. Ich muss mir das jedes Mal erkämpfen mit wirklich neuen und auch als sensationell geltenden Funden. Die neue Spur der Abgeordnetenschilder. Er ist auf sie gestoßen. Eine Kriegserklärung für Fritz Tobias. Herr Fischler. Ich nenne ihn also einen Psychopathen und einen Pseudologen, weil er Dinge vertritt mit einer unglaublichen Hartnäckigkeit, die völlig widersinnig sind. Das sind alles Rekonstruktionen schlimmster Sorte, die natürlich alle durch den Herrn Fischler angeschoben worden sind. Albrecht Brömme, seit 10 Jahren Direktor der Berliner Feuerwehr. Er ist überzeugt, ein Einzelner kann den Plenarsaal nicht in nur 2 Minuten angesteckt haben, wie Hans Mommsen und Fritz Tobias behaupten. Wenn dieser kurze Zeitablauf nicht wäre, könnte ich mir einen Einzeltäter sehr gut vorstellen. Das haben wir immer wieder mal auch in Bränden der heutigen Zeit erlebt, dass eine Brandstelle einen riesigen Großbrand verursachen kann. Wir haben jedoch dann meistens Entwicklungszeiten für den Schwelbrand bis zum Großbrand, die im Bereich von 1 Stunde, 2 Stunden und 3 Stunden liegen. Sie liegen nie im Minutenbereich. Der Spiegel, Heft 43, Oktober 1959. Fritz Tobias arbeitet an einer großen Serie über den Reichstagsbrand. Marinus van der Lübbe soll doch keine Hintermänner gehabt haben. Die Nazis seien unschuldig. Eine Sensation. Fritz Tobias liefert Insiderwissen. Sein Informant, ein Polizeikollege im Innenministerium, Kriminalrat Walter Zirpins. 1933 hat er Marinus van der Lübbe als erster vernommen. So wurde der in der Brandnacht gefasst. Er wird zur Wache geschafft und von Zirpins bis 2 Uhr nachts verhört. Der Beamte hält van der Lübbes Geständnis fest. An den Verlauf der Brandstiftung könnte sich der Verhaftete genau erinnern, ihn sogar nachzeichnen. Spät im Jahr 1933 wird Zirpins vor Gericht aussagen, van der Lübbe sei geständig und lebhaft gewesen mit hervorragenden Deutschkenntnissen. So berichtet es später auch der Spiegel. Er hat die Wahrheit gesagt, als er feststellte, es gab keine weiteren Täter. Das hat er also mathematisch bewiesen. Es gab keine Spuren. Das muss man doch also verstehen. Ein journalistischer Coup für den Spiegel und seinen Chefredakteur Rudolf Augstein. Im Vorwort schreibt Augstein: Über den Reichstagsbrand wird nach dieser Spiegelserie nicht mehr gestritten werden. Es bleibt nicht der Schatten eines Beleges für die Mittäterschaft der Nazis. Da ist eine Sache ungeheuer umstritten und ich komme jetzt mit einer ganz neuen Theorie oder einer ganz neuen Erkenntnis und sage, wie es wirklich war. Das ist so reizvoll für einen von Augsteins Art und überhaupt für einen Intellektuellen, dass er gar nicht widerstehen konnte. Und das musste er bringen und das musste er ganz groß plakatieren. Sonst wäre er nicht Augstein gewesen und sonst wäre der Spiegel nicht der Spiegel geworden und er hätte niemals den Erfolg gehabt, den er gehabt hat. Fritz Tobias' Alleintäter-These findet immer mehr Zuspruch und Anhänger. Ich habe das zitiert in meiner Trauerrede auf Augstein, da neulich in Hamburg. Er war das Kirchenblatt der aufgeklärten Kreise. Und so war es tatsächlich. Es gab Leute, und ich habe selber sehr viele davon gekannt, die beteten alles gläubig herunter, was der Spiegel vorbetete. Das war der Mitläufer der Nachkriegszeiten. Während die Spiegelleser lernten, wer den Reichstag wirklich angezündet habe, Skepsis bei deutschen Historikern. Journalisten wilderten in ihren akademischen Gefilden, erregten sich die Herren vom Institut für Zeitgeschichte in München.
die renommierteste Adresse für die wissenschaftliche Aufarbeitung des Dritten Reiches, beauftragte Hans Schneider, einen Historiker aus dem Schwarzwald, die Spiegeldarstellung zu überprüfen und darüber einen Aufsatz in der Zeitschrift des Instituts zu schreiben. Da hat auch die Familie seine Kinder eingespannt. Ich hatte in Berlin studiert. Ich musste also dann zum Beispiel bei möglichen Zeitzeugen herumwandern, bei den leitenden Leuten der Feuerwehr, die damals da waren. Das war der Branddirektor Polchow. Ich war in dem Allied Document Center. Ich habe mir eine Kamera gekauft. Ich habe jetzt auch Filme wiedergefunden, die ich damals gemacht habe für meinen Vater. Das heißt, er hat einen ungeheuren Aufwand getrieben, um nun, soweit es damals möglich war, die Dinge aufzuklären. Hans Schneider vergleicht die verfügbaren Ermittlungs- und Prozessakten mit den Beschreibungen von Fritz Tobias und meint, Widersprüche feststellen zu können. Um 21.25 Uhr wurde van der Lübbe verhaftet und in die Brandenburger Torwache gebracht. Der erste Polizist, der dort mit dem Verhafteten sprach, war nicht Kriminalkommissar Zirpins, sondern Polizeileutnant Latheit. Und auf den machte der mutmaßliche Brandstifter einen ganz anderen Eindruck. Er sah sehr wirr aus. Ich hatte den Eindruck, als ob ich es mit einem Irren zu tun hatte. Mit einem Irren. Auf einmal war er sehr ruhig und lachte mich immer nur an und tat sehr überlegen. Van der Lübbe hat übrigens auch nicht in korrektem Deutsch geantwortet. Hans Schneider stößt auf Widersprüche. Angebliche Zitate von Tobias finden sich so nicht in den Ermittlungsakten. Als Polizisten im Stoßtrupp auf der Suche nach flüchtigen Brandstiftern den Reichstag durchsuchten und auf van der Lübbe stießen, schrie ihn der Hausmeister an: Warum hast du das gemacht? Und daraufhin denkt, Protest, Protest. Dann hätte der Hausinspektor in blindem Zorn zugeschlagen. Einmal, zweimal. In den Originalakten liest Schneider eine etwas andere Reihenfolge. Der Hausmeister Skranowitz schlägt darin den gerade Überwältigten mit der Faust vor Wut in die Seite und daraufhin protestiert der. Liest man die Quellen nach, stellt man fest, dass van der Lubbe dagegen protestiert hat, dass er geschlagen worden ist. Denn er hat erst Protest gerufen, nachdem ihn der Skranowitz geschlagen hat. Auch den angeblich so lückenlos rekonstruierten Brandlauf van der Lübbes findet Schneider nicht in den Akten wieder. Der Holländer war fast blind. Auf dem einen Auge konnte er nur noch 15%, auf dem anderen 20% sehen. Die Ermittler brachten ihn am Tag nach dem Brand zu einer Tatortbegehung. Hans Schneider analysierte die Spurenermittlung und die Verhörakten. Beim ersten Verhör mit Kriminalkommissar Zirpins stimmten viele von van der Lübbes Angaben nicht mit den Tatortspuren überein. Viele Spuren konnte er erst nennen, nachdem sie ihm die Polizei am Tatort gezeigt hatte. Der van der Lübbe hat den Brandweg nicht zuverlässig und sicher angeben können und hat ihn auch nicht wiederholen können, immer in der gleichen Art und Weise. Er ist, wie gesagt, vor Erreichen des Plenarsaals bereits ratlos gewesen und wusste nicht, wie er in den Plenarsaal gelangt ist. Das ist festgehalten, in Protokollen zum Beispiel. Fritz Tobias hielt bei seinen Spiegelrecherchen die damalige Spurensuche der Brandgutachter für nicht objektiv. Die Ergebnisse der Sachverständigen seien von den gerade an die Macht gelangten Nationalsozialisten bestellt gewesen. Es wurde Gasoline gefunden. Aber nein, entschuldige, wenn ich heftig werde. Das ist eine freie Erfindung. Ich hoffe nicht von Ihnen. Brandgutachter hatten im ausgebrannten Plenarsaal Reste von Brandbeschleunigern, einer selbstentzündlichen Flüssigkeit und auch Schwerbenzin gefunden. Der Brandstifter, wahrscheinlich aber mehrere Mittäter van der Lübbes, so zitierte das Reichsgericht die Brandgutachter, hätten mit Sicherheit selbstentzündliche Flüssigkeit verwendet. Bei der Suche nach übersehenen Indizien stoßen wir im Berliner Bundesarchiv auf ein Dokument. Hans Schneider hat es nicht gekannt. Der sogenannte Brandschuttbericht. In ihm ist ein möglicherweise wichtiges Indiz eingezeichnet. Im grünen Bereich um den Präsidententisch und rechts und links zwischen den Abgeordnetenstühlen wurden im Schutt verkohlte Abgeordnetenschilder gefunden. Jene Schilder, von denen wir einen Rest schon in der Schweiz gefunden hatten.
Die Namensschilder kündigten den jeweiligen Abgeordneten an, der vor dem Parlament sprach. Aufgelesen hatte sie bei einer Tatortbegehung ein gewisser Ludwig Krieger, ein Reichstagsstenograf. Er hat dann im Plenarsaal des Reichstages diese Schilder dort gefunden. Da waren sehr viele andere nach seiner Aussage, die da verkohlt und verbrannt waren. Und er hat sich diese kleinen Stücke, die jetzt da eben da lagen, mit nach Hause genommen. Der Reichstagsstenograf Ludwig Krieger, der unter Hitler und später auch noch Bundestagsdebatten mitstenografierte, verschickt nach dem Krieg Reste der Schilder. Eins gelangt in die Schweiz. Und eins geht an Fritz Tobias. Er wies also darauf hin, dass bestimmte Pappschilder mit den Namen der Sprecher im Reichstagsgebäude, im Plenarsaal, dass die in ihrer großen Zahl, 1000 Schilder, wesentlich zur Ausbreitung und zur schnellen Entflammung der Möbel und so weiter beigetragen haben dürften, und schickte mir dann ein Stückchen eines solchen Namensschildes. Dennoch auch in seinem Buch zum Reichstagsbrand über die Schilder kein Wort. Auch nicht darüber, dass Kriminalkommissar Zirpins Jahrzehnte nach dem Reichstagsbrand zugab, die Namensschilder hätten bei der Brandstiftung eine wichtige Rolle gespielt. Erinnern wir uns, van der Lubbe hatte nur wenige Minuten, um den Plenarsaal des Reichstages anzustecken. Er behauptete, die 600 Quadratmeter, eingerichtet mit schwerem Eichengestühl, mit nur einem Stück Stoff angezündet zu haben. Geht das überhaupt? Fragen wir den Berliner Branddirektor. Wenn es in so kurzer Zeit erfolgen soll, braucht man an mehreren Stellen auch eine hinreichende Menge von Brandbeschleuniger. Das ist also ein Gemisch aus mehreren brennbaren Flüssigkeiten. Und man braucht meiner Meinung nach noch einen weiteren brennbaren Zwischenträger. Das kann Pappe sein. Pappe. Die 1000 Namensschilder sind aus Pappe, bestrichen mit Lack. Merkwürdig nur, der Brandstifter van der Lubbe hatte die Namensschilder offenbar nie gesehen, jedenfalls im Verhör mit Zirpins nie erwähnt. Im Institut für Zeitgeschichte sitzt Hans Schneider Anfang der 60er Jahre über den Dokumenten und wertet auch nationalsozialistische Zeitungen und Prozessberichte aus. Die beschreiben van der Lubbe als gefährlichen kommunistischen Aufrührer. Ein paar Monate nach dem Brand 1933 reisten ausländische Journalisten und Prozessbeobachter nach Berlin, wie der amerikanische Anwalt Arthur Garfield Hayes aus Buffalo, Jude und Linker. Für 2 Monate stieg er im Adlon am Brandenburger Tor ab, um den Reichstagsbrandprozess zu verfolgen. Er traf sich auch mit Deutschen. Die Stimmung in Berlin erscheine ihm angespannt. Keiner sage oder schreibe mehr ein Wort, ohne sich vorher umzusehen. Was Hayes nicht wusste, auch die Prozessbeobachter und ihre deutschen Gesprächspartner werden abgehört. Die Spitzel der Gestapo sind schon überall. Ich habe van der Lubbe jetzt Tag für Tag gesehen. Sein Kopf hing ihm fast bis zu den Knien. Täglich schien er grüner und blasser zu werden. Ganz offensichtlich war er krank, eingeschüchtert oder stand unter Drogen. Oder er war verrückt. Kriminalkommissar Zirpins beschreibt den jungen Holländer in seinem polizeilichen Abschlussbericht dagegen als intelligent und sprachgewandt. Den Brand habe er nicht aus kriminellen Motiven gelegt, vielmehr sei van der Lubbe das Werkzeug der Kommunisten. Er habe Hintermänner gehabt. Auch wegen dieser Einschätzung von Zirpins bekam der junge Holländer nicht nur 15 Jahre für Brandstiftung, sondern die Todesstrafe für Hochverrat. Der amerikanische Prozessbeobachter Arthur Garfield Hayes hatte seine Koffer gepackt und war zurückgereist in die USA. Das alte Deutschland, schreibt er nach dem Krieg, sei nach dem Reichstagsbrand gestorben. Deutschland war zerstört und zurückblieben die Menschen mit offenen Fragen. Auch über den Reichstagsbrand.
verbargen sich die wahren Täter im Dunkel um das Dritte Reich? Von Anfang an umgeben Spekulationen den Reichstagsbrand. Die gedeihen auch, weil die Brandstiftung in so eine chaotische Zeit fällt. In diesen Tagen reißen die Nazis Deutschland endgültig in die Diktatur. Sind van der Lübbes Richter oder die Ermittler noch der Wahrheit verpflichtet oder schon gleichgeschaltet? Die haben also Zeugen, Aussagen abgestimmt, haben Zeugen ferngehalten von der Aussage, haben Beweismittel verschwiegen. Aber im Jahr 1933 scheint es so noch nicht gewesen zu sein, dass die Nationalsozialisten in der Lage waren und auch schon sich stark genug fühlten, dem Reichsgericht vorzuschreiben, was es zu entscheiden hatte. Dass da vertuscht wurde, dass da einseitig recherchiert wurde, dass man Leute laufen ließ, die zwar verdächtig waren, aber die eben den Nazis genehm waren die man deswegen eben nicht in die Pflicht nehmen wollte. Alle diese Dinge haben sich damals abgespielt und dadurch die späteren Forschung außerordentlich belastet, nicht? Die heikelste Frage war die nach der Schuld. Schuld nicht nur am Reichstagsbrand. Seit Anfang der 60er Jahre, seit der Spiegelserie von Fritz Tobias, stehen sich zwei Parteien gegenüber. Die einen meinen, wie Golum Mann, eigentlich sei es schon aus volkspädagogischen Gründen in Deutschland unwillkommen, andere Täter zu beschuldigen als die Nazis. Der hat diese volkspädagogischen Gründe erfunden. Grauslich. Ich meine, wenn die Wahrheit anders ist, dann mag es noch so ärgerlich sein, aber dass man aus volkspädagogischen Gründen die Wahrheit verschweigt, was ist denn das für was Absurdes? Ich meine, da sehen Sie nur, was für ein Absinth, für ein Quatsch das war. Gegen dem dann allerdings damals noch zwei Leute allein standen, der Fritz Tobias und ich. Es war hart. Tobias und Mommsen hielten dagegen. Nicht übermächtige Nazis hätten den Reichstag angezündet, sondern quasi der Zufall, ein dahergelaufener Holländer. Wer dagegen etwas einwandte, dem drohte Fritz Tobias, Beamter beim Verfassungsschutz. Je mehr ich mich in das Thema dann hineinkniete, nicht, desto mehr wurde ich auch von Tobias zum Feind erklärt. Und das hat er im Prinzip mit allen Leuten gemacht, die nicht seiner Meinung waren. Ich habe hier zum Beispiel ein Schreiben des Herrn Tobias mit seinem Amtstitel Ministerialrat an einen Polizisten Lenzian, der damals 1933 am 27. Februar mit im Reichstag gewesen war und dann eben auch Hinweise dafür gegeben hat, dass es nicht nur ein Alleintäter war. Und diesen Herrn, den hat er dann gröblich beschimpft, als Angehörigen einer leider weit verbreiteten Sippe zeitgeschichtliche Hochstapler. Er wirft ihm die erfundenen und erlogenen Behauptungen vor, primitive Eitelkeit und Geltungsbedürfnis. Er sei ein notorischer Schwindler und Erfinder. Und wenn ihm das nicht passe, dann solle er ihn doch bitte verklagen. Was sind denn das für Vorgänge, nicht? Dass man in der Geschichtsforschung Zeugen einschüchtert. Man kann Zeugen widerlegen, aber man darf sie nicht einschüchtern und mit Prozessen bedrohen, solange sie keine ehrenrührigen Aussagen machen, was gar nicht der Fall war. Hans Schneider im Institut für Zeitgeschichte kommt zu dem Schluss, Fritz Tobias Spiegelthese sei nach Prüfung der vorhandenen Ermittlungs- und Gerichtsakten nicht haltbar. Van der Lübbe könne den Reichstag nicht allein angesteckt haben. Um eine Überprüfung der Tobias-Thesen bat er auch Rudolf Augstein vom Spiegel. Seine Briefe blieben ohne Erfolg. Für den Spiegel schreiben in der frühen Nachkriegszeit auch Angehörige der Gestapo, der SS und des SD. Bis heute für den Spiegel ein Tabuthema. Das ist ein großes Tabu, ein blinder Fleck in der Geschichte der deutschen Presse, der bis heute auch blind gehalten wird. Also da will man nicht heran. Das ist, man wird sozusagen zum völligen Außenseiter deklariert, wenn man daran rührt. Und man findet im Wesentlichen auch keine Publikationsflächen. Ich habe mit keinem anderen Thema solche merkwürdigen Erfahrungen gemacht wie mit der Geschichte des Spiegel. Auch später wird der Spiegel Schneiders Kritik an der Alleintäterthese einfach übergehen. Entweder man war für die Linie, die Augstein in welchem politischen oder kulturellen Bereich auch immer verfochten hat, das geht bis in die Religion hinein, oder man war dagegen.
Und da Augstein die Redaktion völlig dominiert hat nach einer bestimmten Zeit, galt auch im Grunde, bis auf wenige Ausnahmen, im Spiegel immer nur die Augstein-Linie. Gerade bei solchen hervorgehobenen Geschichten wie beim Reichstagsbrand. Und es gab auch in der Redaktion nie ernsthaften Widerstand gegen diese Linie. Was der Historiker Schneider Anfang der 60er Jahre nicht ahnt, im Institut für Zeitgeschichte dreht sich der Wind. Seine provokante Untersuchung will der Direktor Krausnick gar nicht mehr. Das Institut will Hans Schneider loswerden, mit allen Mitteln. Und der das erledigen wird, ist Hans Mommsen. Die Aktennotizen sind erhalten. Ende 1962 trifft sich der Nachwuchshistoriker mit dem Anwalt des Instituts und schlägt vor, gegen Hans Schneider alle Druckmittel auszuspielen, auch da, so wörtlich, wo sie einer endgültigen juristischen Prüfung nicht standhalten. Es stimmt doch alles nicht. Herr Krausnick war das. Er hat so getan, als ob die Sache ich gemacht hätte und Herr Krausnick nicht. Herr Krausnick geht aus der nachfolgenden Dokumentation klar hervor. Klar geht aus der Aktennotiz hervor, Hans Mommsen hat sie unterschrieben. Und er schlug vor, Schneiders Manuskript zu verhindern. Auch anderswo solle er es nicht veröffentlichen dürfen. Juristisch zwar aussichtslos, meinte Mommsen damals, aber Schneider habe keine Ahnung vom Urheberrecht. Zusätzlich solle man auf den berufstätigen Gymnasiallehrer über Stuttgart, Schneiders Schulbehörde, Druck ausüben. Institutsleiter Krausnick fordert von Schneider sofort alle Dokumente und Akten zurück. Die Grundlage seiner Arbeit. Das wäre ein Punkt, wo ich auch Herrn Krausnick kritisieren würde. Ich hätte an seiner Stelle, und ich bin als Institutsdirektor immer so verfahren, dass ein Manuskript, was den wissenschaftlichen Anforderungen nicht entspricht, dem Autor zurückgegeben wird. Die wissenschaftliche Qualität ist aber in der Aktennotiz kein Thema. Hier steht, aus allgemein politischen Gründen ist die Veröffentlichung unerwünscht. Jetzt haben die diesen einen Halbsatz in einem inoffiziellen Protokoll, von zu dem ich sage, es ist nicht mehr dahinter als das. Und ich bin der einzige Zeuge, denn ich habe den Satz formuliert. Aus dem wird bis heute bis zu Ihnen ein Popanz aufgebaut, der mich persönlich beleidigt. Ich versuche nur zu verstehen, was bedeutet allgemein. Da ist nicht zu verstehen. Was bedeutet denn allgemeinpolitisch? Ich weiß es nicht. Ich habe vor 40 Jahren da diesen, neben anderen Bemerkungen, steht da der Satz, es scheint, steht da, aus allgemeinpolitischen Erwägungen. Was wollen Sie denn damit heute noch anfangen? Das Institut distanziert sich heute, 40 Jahre später, von Hans Mommsen. Dessen Umgang mit Schneider sei wissenschaftlich völlig inakzeptabel. Der Punkt, der ganz unmöglich ist für einen Wissenschaftler, die Wissenschaft muss frei sein. Sie muss im Übrigen selbst im Irrtum frei sein. Und deswegen kann man nicht über einen Dienstherrn Druck ausüben. Und allgemein politische Gründe, was immer die sein mögen, dürfen für die Beurteilung eines wissenschaftlichen Manuskripts auch keine Rolle spielen. Wohin sich Hans Schneider mit seinen Ergebnissen auch wendet, an Historiker oder den Spiegel, die Türen sind zu. Irgendwann gibt er auf. Das ist also eine Geschichte, die mir natürlich sehr nachgeht. Denn ich muss mir selber sagen, dass ich mich dann, obwohl ich mich in den ersten Jahren sehr bemüht habe, ihm zu helfen bei diesen Sachen, vor allem als ich noch in Berlin war und dann näher an den Quellen, habe ich auch befürchtet, dass er möglicherweise sich in Dinge verrannt hat, die nicht so tragfähig sind, wie sich das eben doch tatsächlich jetzt im Nachhinein herausstellt. Einen Aufsatz über den Reichstagsbrand veröffentlicht das Institut für Zeitgeschichte aber doch, von Hans Mommsen. Ein Schub nicht nur für dessen Karriere, sondern auch die Durchsetzung der Alleintäterthese, die Hans Mommsen jetzt wissenschaftlich bewiesen habe. Es ist kein Beweis gewesen. Es ist ein kluger Aufsatz von jemandem, der ganz entschieden der Meinung war, wie Tobias, es ist von der Lupe gewesen. Aber ein Beweis kann nach meiner Meinung aufgrund des gegenwärtigen Standes der Quellen und der Kenntnisse nicht geführt werden. Halten Sie da Mommsens und Tobias Ansatz für überzeugend? Nein, denn ich halte das für nach wie vor
auch durch die verschiedenen Brandgutachten nicht definitiv geklärte Frage. Ich halte es sogar für eher unwahrscheinlich, denn jeder, der dieses Gebäude kennt, die Größe, die Massivität, weiß, dass eine Brandstiftung in diesem Gebäude mit dieser Wirkung schon eine ganz gezielte Organisation voraussetzt. Die Vorhänge, das Einzige, was zunächst mal schneller brennen konnte, als nächstes die Möbel, mussten präpariert werden. Hatte jemand Vorhänge und Möbel vorher präpariert? Das eigentliche Rätsel des Reichstagsbrandes, wie konnte der Riesenplenarsaal in nur ein paar Minuten in Flammen aufgehen? Nachdem er versucht hat, vorne ein paar Brände zu legen, dann im Plenarsaal, wenngleich ohne richtige Brandmittel, sondern nur mit brennenden Kleidungsstücken, den berühmten Vorhang in Brand gesetzt hat. Und das war's. Und wir haben Dutzende ähnlicher Brände, die nicht anders verlaufen. Der Berliner Branddirektor zieht einen Kollegen zu Rate. War das überhaupt möglich, was van der Lübbe damals behauptet hat, nur mit diesem Stück Stoff den Brand zu legen? Das meine ich, ist nahezu auszuschließen. Denn bei den Materialien hier damals, aus denen damals die Kleidung bestand, das war also entweder Baumwolle oder Schurwolle überwiegend, halte ich das für vollkommen unwahrscheinlich. Mit einer Jacke das in Brand zu setzen an 15 oder mehr Stellen gleichzeitig, ist als eher unwahrscheinlich zu betrachten. Also wenn es das brennende Stück Stoff gegeben hat, dann kann damit alleine der Plenarsaal eben nicht angesteckt worden sein. Da gibt es das Missing Link. Missing Link, das fehlende Glied. Erinnern wir uns, die Brandsachverständigen hatten 1933 Reste von Brandbeschleunigern gefunden. Man hat im Plenarsaal Oxidationsrückstände von Phosphor und Schwefel aus dem Schwefelkohlenstoff gefunden. Man hat Schwerbenzin und oder Petroleum, es ist die Rede von Erdölrückständen, gefunden. Und man hat diese Schilder gefunden. Daraus lässt sich ableiten, dass eine sinnvolle Zündkette nur in dieser Reihenfolge zu bewerkstelligen ist. Mit den Brandgutachten von 1933 und dem Rest des Namensschildes gehen wir zu Deutschlands renommiertestem Brandversuchslabor. Welche Rolle könnten die Namensschilder gespielt haben im Brandverlauf? Van der Lübbe hatte keine Brandbeschleuniger und er war kein professioneller Brandstifter. Er musste sich zumindest damit auskennen, dass man mit einem Streichholz keinen Eichenbalken in Brand setzen kann, sondern dass sich verschieden gut entzündbare Materialien brauche, die nacheinander in Brand gesetzt werden, um dann eine solche Hitze zu entwickeln, dass letztendlich auch der Eichenbalken brennt. Also erst der Zünder, dann Brandbeschleuniger, dann die Pappschilder, die lange Hitze schaffen, um diesen so schwer entflammbaren Riesenraum in Brand zu bringen. Und Brandstifter nutzen gerne vorhandenes Brandmaterial, um nicht aufzufallen. Hinter diesem Vorhang hätte der Täter 1200 Namensschilder vorgefunden. Aus Pappe, jedes 80 cm lang und 17 cm hoch. Aber van der Lübbe hat die Namensschilder 1933 gar nicht erwähnt. Erst lange nach dem Krieg, 1961, kommt der damalige Chefermittler plötzlich auf sie zu sprechen. Bei einer Gerichtsverhandlung gegen einen SA-Führer. Der wehrte sich gegen die Anschuldigung, mit einem SA-Kommando den Reichstag angezündet zu haben. Am 6. Juli tritt Kriminalrat Walter Zirpins in den Zeugenstand. Überraschend sagt er, als Brandmittel hat van der Lübbe zum Schluss die Schilder benutzt. Er habe die Namensschilder im Plenarsaal verstreut und sie hätten schön gebrannt. Fritz Tobias will von dieser Aussage seines Kronzeugen Zirpins nichts wissen. Also Sie meinen nicht, wie Herr Zirpins das beschreibt, dass er die verteilt hat? Nein. Aber es hat er gesagt. Er hat gesagt in dieser Vernehmung zweimal, am Anfang der Vernehmung und am Ende der Vernehmung. Er hat das unterstellt, dass der van der Lübbe an diesen Schrank, der hat ja die Schränke aufgemacht, um die Tücher rauszunehmen, um den Brand weiter zu verbreiten. Da hat er natürlich möglicherweise dieses Zeug, ich weiß es nicht, jedenfalls ist alles verbrannt.
Van der Lubbe hätte ihm gesagt, die Schilder, die hätten explizit nicht, die Tücher haben schön gebrannt, nicht das hat schön gebrannt, der Vorhang hat schön gebrannt. Von Namensschildern hat nichts, Van der Lubbe nichts gesagt. Das hat nur Zirpins aus der Erinnerung, indem er sagte, na ja, die haben eben besonders heftig gebrannt. Mehr nicht. Er hat nicht von Verteilung gesprochen. Doch, Zirpins hat gesagt, Van der Lubbe hätte ihm erzählt, er hätte die Schilder verteilt und die hätten schön gebrannt. Es gibt ein Foto, was die Abgeordneten-Schilder verbrannt zeigt. Und zwar nicht im Schrank, sondern auf einem Haufen. Ja. Wie kann man das erklären? Ja, vielleicht hat er sie rausgeholt. Und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, bin nicht dabei gewesen. Ich weiß nur, dass der gesamte Plenarsaal durch Van der Lubbes Brandstiftung in Flammen aufgegangen ist. Warum besteht Zirpins 1961 vor Gericht darauf, von Van der Lubbe verteilte und angezündete Namensschilder hätten den Reichstagsbrand angefacht? Und warum erwähnt er das 1933 vorm Reichsgericht mit keinem Wort? Wenn die Schilder eine Rolle gespielt haben, wie konnte Van der Lubbe sie dann in 2 Minuten so schnell finden und präparieren? Oder haben die Nazis sie doch angesteckt? Einen Scheiterhaufen der Schilder, Symbole der Demokratie. Aufgrund der Größe und auch des Gewichtes, den die haben, ist einer sehr lange oder sind mehrere einige Zeit mit beschäftigt. Das ist nicht eine Frage von 1 bis 2 Minuten, das ist ausgeschlossen. Hatte dann Walter Zirpins 1933 diese wichtige Spur unterdrückt oder 1961 vor Gericht nicht die Wahrheit gesagt? Wer war eigentlich Walter Zirpins im Dritten Reich? 1937 stellt er einen Aufnahmeantrag in die SS. 1940 gründet Kriminaldirektor Zirpins als Leiter der Kripo Litzmannstadt die Sonderkommission Ghetto im Ghetto Lodge. Er war jemand, der zum Beispiel zu vertreten hatte, dass seine Kriminalbeamten von den Gegenständen, die sie den Juden abnahmen, die sie beschlagnahmten, man könnte auch sagen, die sie plünderten, dass sie einen gewissen Teil davon zu herabgesetzten Preisen kaufen konnten. Also er war immer dabei und er wusste, was da passierte. Nach dem Krieg bemüht sich Walter Zirpins vergeblich, wieder als Kriminalbeamter arbeiten zu dürfen. Erst 1951 wird er wieder eingestellt, auch aufgrund eines Artikels, der Zirpins zur Weiterbeschäftigung empfiehlt, veröffentlicht im Spiegel. Dem wiederverwendeten Kriminalrat blieb die Angst, die Vergangenheit könnte ihn einholen wie andere Ermittler in der Reichstagsbrandsache. Stimmte die Alleintäterthese, wäre den Ermittlern nichts vorzuwerfen und sie nicht schuldig an Van der Lubbes Hinrichtung. Und wenn nicht? Der Reichstagsbrand wurde in der Nachkriegszeit zum Glaubenskrieg. Alles ausgeblendet, was gegen die Alleintäterschaft des Holländers spricht, hat auch der Historiker Hans Mommsen. Für den Sieg seiner Theorie, wonach die Nazis für die Machtergreifung keinen strategischen Plan hatten, improvisierten die Nationalsozialisten? Dass man jetzt plötzlich früher als erwartet mittels der Reichstagsbrandverordnung fast die totale Macht in der Hand hatte, war nicht beabsichtigt, sondern ist durch den Brand in Gang gebracht worden, ist eine relativ spontane Reaktion. Der Reichstagsbrand also ein Zufall. Das passte in Hans Mommsens Theorie, die Nationalsozialisten seien an die Macht gestolpert, ihr Diktator Hitler sogar schwach gewesen. Also Spontanes und Umstände wären schuld, auch am Reichstagsbrand. Zur Aufklärung des Falles haben diese Thesen nicht viel beigetragen. Wirklich sicher wissen wir über den wichtigsten historischen Kriminalfall kaum etwas. Dabei fing mit ihm doch so vieles an. Im Rückblick schrieb der amerikanische Prozessbeobachter Arthur Garfield Hayes: Auch wenn wir nicht wissen, wer das Feuer gelegt hat, fest steht, zuerst brannte der Deutsche Reichstag und dann die ganze Welt.